Ja, also mein typischer Trainingstag sieht so aus, dass ich erstmal sehr viel Schritt reite. Also ich reite normalerweise 20 Minuten Schritt, einfach, dass er so in Gang kommt und dass er wirklich erstmal im Schritt durchgeritten ist. Dass ich da sagen kann, ja, der lässt den Kopf fallen und ich merke halt, der ist locker. Also ich fange im Schritt dann erstmal mit Seitengängen an, dass ich halt so den dann im Schritt erstmal löse. Und dann trabe ich 2 Runden und dann galoppiere ich. Galopp ist das Allerschönste. Ja, der Dino lockert sich am allerbesten im Galopp. Das habe ich so jetzt so mit den Jahren mitgekriegt. Und es fällt ihm am leichtesten. Und dann kann ich auch direkt galoppieren, weil ihn dann da im Trab rumlaufen zu lassen, das bringt nicht viel, wenn es ihm viel schwerer fällt, sich da zu lösen. Dann galoppiere ich, mach ihn locker im Galopp. Und dann gehe ich direkt in die Arbeitsphase über im Galopp. Dann reite ich Pirouetten, zuerst Arbeitspirouetten, dann werden die immer kleiner. Dann reite ich auch noch Traversalen und ein paar Wechsel. Dann baue ich nochmal so 2, 3 Runden Schritt ein, dass er nochmal so ein bisschen runterkommt. Ja, und dann trabe ich nochmal ein bisschen. Also dann einmal, dass er nochmal lange Seite trabt, nochmal kurze Seite trabt, ein paar Traversalverschiebungen, Schulter herein. Ja, nochmal eine Volte und dann ist aber auch gut. Also er muss nicht so viel traben. Ich lege dann mehr Wert auf die Galopparbeit, weil ihm das halt einfach viel leichter fällt.